Was geht ab, meine lieben Freunde? Ey, falls ihr mich noch nicht eingetragen habt beim Supporter Creator, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr meinen Code Revenzeit einfach eingeben würdet, meine Freunde. Das wird nach 14 Tagen wieder gelöscht, also vergesst nicht immer wieder abzuchecken. Ich würde mich echt mega dafür bedanken. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da bei diesem Video. Dankeschön, ich küsse eure Augen. Viel Spaß bei diesem Video. Ciao. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei heute, liebe... Yo, 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 ich bin's, Leute. Nein. Der liebe Escation. Ja. Ich bin ein bisschen schüchtern, weil es ist das erste Mal, dass ich hier mit dir in der Aufnahme bin. Das stimmt nicht. Leute, ich habe euch mal wieder nach wunderbaren Map-Codes gefragt und ihr habt wie irre unter meinen Kommentaren geantwortet, meine Freunde. Wir werden heute wieder Random Maps uns anschauen, ein bisschen drauf spielen, sie bewerten und mal gucken, was da so hintersteckt. Falls ihr noch kein Supporter, Creator, Unterstützer bei mir seid, meine Freunde, nutzt auf jeden Fall den Code Revenzeit, wenn ihr euch einen Skin kauft. Ihr wisst Bescheid, ich würde mich sehr darüber freuen und würde eure Augen auf jeden Fall mehrfach küssen und auch ansaugen. In diesem Sinne möchte ich auch auf jeden Fall einmal darauf aufmerksam machen, meine Freunde, dass ich mich sehr freuen würde, wenn ihr tatsächlich hingehen würdet und eventuell die ein oder anderen Map-Codes, vielleicht sogar von euch selber erstellte Maps, hier einmal bei mir in die Kommentare schreiben würdet. Dann könnte ich nämlich diese Maps auch einmal vorstellen, bewerten und spielen mit dem lieben Tobi. Ich würde sagen, wir langen und fackeln gar nicht rum und fangen einfach direkt an, meine Freunde. Was hast du gerade gesagt? Wir langen gar nicht fackeln rum, okay? Warte. Pass. Tobi, okay. Wir langen gar nicht fackeln rum und ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen uns direkt mal den ersten Map-Code an und gucken mal ganz kurz, was dahinter steht. Ihr seht die Map-Codes immer hier nochmal eingeblendet vom lieben Thomas und ich bin mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Tobi, nicht hinschauen. Ich will dich wieder schlagen, Alter. Wer taub? Guck mal, ich habe einen Schwanz. Guck mal, rechts siehst du, was hier hängt? Das habe ich von einem Haustier geklaut. Entschuldigung. Cutten wir das hier, den Part? Ja. Nö. Ist es geschnitten jetzt? Ja. Ist es YouTube? Nee, Digga. Leute, da ist es. Let's go. Wir springen rein. Wir haben nicht gesehen, was es ist. Und okay, ich bin aus in die Kette gegangen. Nein, Tobi, Alter. Oh mein Gott. Mann. Okay, das sieht schon mal nice aus. Tobi, ich würde sagen, wir machen einfach mal Spiel starten und gucken mal, was es da erwartet, meine Freunde. Ich bin mal gespannt. Wir haben natürlich wieder keine Ahnung, was hinter diesem Map steht. Wir haben 50 Schild auf jeden Fall schon mal. Und landen in einem Raum, der voller Grappler ist. Lass uns mal gegenseitig nicht erstmal umbringen, okay? Lass uns mal ganz kurz chillen, Bro. Gut, wir haben einen Jump-Pad. Guck mal, über uns. Oh mein Gott, was ist das denn, Alter? Hä, das ist der Battlebus, guck mal. Lol, der ist riesig. Alter! Was? Okay, jetzt verstehe ich das. Hier hat jemand einfach einen riesigen Battlebus gebaut. Okay, aber der sieht ja mal mega geil aus. Okay, warte, aus. Ich nehme ja auch mal ganz kurz ein Flugzeug. Oh mein Gott, okay, das ist crazy, Leute. Das ist schon nachgebaut, das Digga. Ist schon ziemlich heftig. Ich fliege den Ballon, ich will verbrennen. Nein, Tobi, nicht. Warte. Tobi, du hast doch so ich viel bin zum drin. Leben. Tobi, ich Moment. Bin drin. Tobi, aber du kannst doch noch, bitte. Komm mal. Warte, oh, okay. Unfall, ich stürze ab. Ich bin im Ballon abgestürzt. Mayday. Nein. Oh mein Gott, ist das groß gebaut, Alter. Oh Gott, okay. Ah, man darf also nicht zu hoch fliegen, weil man sonst stirbt. Interessant. Leute, schaut euch das mal an, Alter. Ey, ist das heftig. Einfach der Battlebus komplett groß nachgebaut. Allein mit diesem... Ey, das ist so detailliert auch, Alter. Das ist hier von innen so... Oh mein Gott. Hier, man sieht den Busfahrer, Leute. Alter, okay. Alles klar. Leute, der ist ja ein Battlebus in der Mitte. Ey, ich nehme alles zurück, Leute. Der Busfahrer, ich bin froh, dass ich ihn bis dato noch nicht kennengelernt habe. Wirklich. Oh. Junge, okay, das ist extrem geil, die Map, Leute. Das ist einfach so eine Flugzeug-slash-Battle-Map, wahrscheinlich Free-for-All einfach. Hier mit den ganzen Sitzen und sowas. Hier liegt so Spielzeug und sowas drunter. Ey, das ist schon extrem cool gemacht. Okay, extrem geil gemacht, extrem geil gemacht. Vor allem das hier gefällt mir richtig gut. Leute, schaut mal, hier ist ein Jump-Pad drunter. Seht ihr das? Voll nice einfach. Richtig, richtig cool auf jeden Fall. Extrem starke Map und ich würde sagen, meine Freunde, wir gehen direkt rüber zur nächsten. Den Map-Code findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Alter, ist das krass, Leute. Der liebe und gute Camouflage hat nämlich geschrieben, ich habe hier eine Schule gebaut, da kann man auch Who's Your Daddy und so weiter drauf spielen. Gucken wir mal ganz kurz, ob das auch wirklich so ist oder ob der jetzt einfach unseren riesiger Penis erwartet. Ich bin gespannt. Let's go! Wie gesagt, meine Freunde, wenn ihr wollt, dass ich eure Maps mal vorstelle und bewerte, schreibt mir auf jeden Fall hier unten eure Creator-Codes rein, beziehungsweise eure Map-Codes rein. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir die uns mal gemeinsam reinziehen, oder Tobi? Ja, da hätte ich Bock drauf. Cozy College, let's go. Wir gucken mal das ganz kurz, was der Camouflage Boy da gebaut hat. Warte, wir machen Roleplay, okay, komm her. Erster Schultag, wir wissen nicht, wo es lang geht. Erster Schultag, ja, warte, wir steigen hier aus dem Bus aus. Weil ich bin aber der Busfahrer und geht's ins College. Danke, Herr Busfahrer. Was? Kein Ding. Gott. Erster Tag in der Schule, ich gehe direkt in den Keller. So, da wir jetzt schon hier sind, können wir gleich anfangen. Oh, Herr Busfahrer, ja. Komm her, kleiner Mann. Weg, Pfefferspray. Okay. Hier ist das Lehrerzimmer, das erkennt man auf jeden Fall. Aber wo ist ein Klassenzimmer? Was haben wir hier so? Ah, hier ist so ein Speiseraum, der Aufenthaltsraum für die Lehrer. Mhm. Dann hier oben ist ein... Hier wohnt der gruselige Hausmeister, nehme ich an, Alter. Und der ist aber gerade nicht da, der hat Urlaub. Weil okay, es hat halt keine Klassenzimmer in diesem College, ne? Also irgendwie... Hier ist eine Toilette, wenigstens das. Aber hier ist nochmal ein Büro. Nee, warte, Colleges sind doch anders, oder? Hey, die sind ja viel, viel geiler als unsere Who's Your Daddy-Schule, Alter. Was ist 2 plus 2? Eine Menge Kohle, Alter!
Ja, Mann! Alte! LOL, komm mal her! Okay, was denn? Ist ja wie bei High School Musical hier, hier ist der Spind und so, weißt du? Oh, der Locker Room! Hey, ja. ich wollte Selina fragen, jetzt Spind Nummer 217, ob die irgendwie Lust auf mich hat. Meinst du, ich soll es machen? Au! Ey. Okay, das ist krass, das ist ziemlich nice. Echt gut gemacht, echt. Ein Klassenraum, was haben wir hier vorne? Hier ist noch mal einer, aber noch ein anderer, okay. Oh, cool. Guck mal, der oben steht. Hier, der Innenhof ist auch echt schön gemacht, ne? Der ist echt gut gemacht, Digga. Ich dachte, als erstes von oben, hä, was ist das? Ich dachte auch so, hä, was ist das für eine Map? War extrem gut gebaut, Camouflage. Wirklich, ja. Alter, krass. Boah, die Turnhalle ist auch geil. Guck mal hier. Echt jetzt, warte. Hä, wie cool. Oh, diesen Turnhallenboden. Aber... Ja! Doch. Ja! Turnen! Also sowas hatte ich nicht bei mir. Hier war so oben immer so ein Gym bei uns in der Turnhalle, aber gibt es nicht mehr. Aber hier ist ja so ein Tribüne. Hallo! Aber hätten Matten liegen sollen. Was ist das für eine Turnhalle, Alter? Okay, Leute, wir schauen uns das Ganze mal von oben ganz was an. Hier ist nämlich noch, genau, die Cafeteria oder sowas nehme ich an. Okay, extrem starke Map-Camouflage. Wirklich, Mann. Also, gefällt mir richtig, richtig gut, Leute. Schade, dass die bei diesem Block noch nicht drin waren. Hier vorne hast du überall nochmal Waffenspawns und alles. Ja, geil. Wirklich cool. Gehen wir mal kurz runter in die Cafeteria. Guten Tag, hallo. Ich bin Veganer. Ich hätte gerne nämlich was Veganes. Und zwar, habt ihr das? Tomate? Das ist ein Ball. Hühnchen, Fisch, Fleisch. Ah, oh, hier, vegan. Sehr gut, danke schön. Hey, lecker. Hier. Wirklich, wirklich stark. Vielleicht zocken wir hier auf einer Runde. Teacher, was geht? Leute, ich würde sagen, das war's von der Map. Direkt rein in die nächste. Okay, meine Freunde, nächste Map ist ready to slap. Ich würde sagen, let's go. Wir gehen rein, auf geht's. Ah, das ist mal eine Creative Map. Schauen, was uns hier... LOL. Wow. Okay, man spawnt erstmal in so einer ultra starken Höhle, Alter. Das ist krass. Okay, das gefällt mir jetzt schon mal richtig gut. Das mag ich. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir hier raus? Ich denke mal, man kann... Oh! LOL! Ja. Das ist der Mond, Digga! Guck mal! Ach so. Oh mein Gott, Alter, Digga. Was? Guck mal, dieser Kran. Siehst du diesen Roboterarm hier? Yo! Guck mal, der hat die Sterne gemacht. Guck mal, der hat einfach so Lampen aufgehängt. Ey, das ist crazy, Mann. Yo, Alter. Das sieht halt echt wie auf dem Mond. Mhm. Hier ist eine Rakete. Oh mein Gott. Leute, mal ein Battle auf dem Mond. Was haltet ihr davon in Fortnite, Alter? Das ist ja mal krass, Mann. Das ist ja mal wirklich crazy. Das ist einfach nur geil. Die Rakete ist ja mal ultra stark. Okay, das gefällt mir richtig, richtig gut, Alter. Mega, mega. Und das mit den Sternen ist wirklich saustark gemacht, Leute. Das ist echt eine kranke Map, Mann, ehrlich. Oh nein, ich werde operiert von dem Roboter. Guck mal, du guckst nach oben und du denkst wirklich, es geht ins Unendliche, ne? Es ist krank einfach. Es sieht so geil aus. Oh mein Gott, Leute, wirklich. Das ist heftig einfach nur. Also, Leute, ich würde sagen, da mache ich auf jeden Fall mal ein 1 gegen 1 gegen Standard-Skill auf dem Mond einfach, Digga. Das muss auf jeden Fall mal sein. Wundert euch bitte nicht, die Videos sind vorproduziert, wenn das erst ein bisschen später kommt, aber das gefällt mir ultra, ultra gut. Ehrlich, Mann. Also das ist wirklich eine kranke Map. Ich will sie gar nicht zu sehr erforschen, denn wir wollen natürlich nicht alles wissen hier. Extrem heftige Map. Ach, das ist eine Infection-Map, ne? Ja. Was heißt Infection? Angenommen, ich bin jetzt der Zombie. Ja. Dann kill ich dich, dann bist du auch Zombie, glaube ich. So geht es. Und die anderen müssen halt abhauen so und sich verstecken und keine Ahnung. Und die Zombies, die jagen halt die Jäger. Ah, okay. So funktioniert das. Ja, extrem nice, Leute. Da müssen wir auf jeden Fall eine Runde drauf spielen, würde ich sagen, Alter. Extrem stark, wirklich. Okay. Saugeile Map. Ich würde sagen, let's go in die nächste. Oh! Ah, nein! Nein, Mutter, wieso? Oh mein... Leute, wo bin ich gelandet? Hä, Hilfe! Wir sind in so einem Ich bin irgendwo... Ah! Ich bin irgendwo... Was ist jetzt los? Hilfe, was Leute! Was passiert hier? Hä? Was passiert? Wir machen einfach mal Spiel starten, Leute. Ich glaube, das ist deutlich einfacher. Okay, jetzt bin ich extrem hyped, was da so drin steckt. Leute! Oh! Ich bin im Weltraum! Was? Oh, Moment was? Mal! Was? Digga, nein! Ja, moin! Nein! Da hat es jemand sieht die so ISS... Heavy aus. Boah, Digga! Grappler und so Bounce, ach, wie heißt boah, die denn? Boah, Alter, Digga, ist das... Digga, guck mal, fliegt im Weltall. Alter, ist das eine heftige Map. Oh mein Gott, Leute, seht ihr, das ist die ISS. Und jetzt überall so Weltraumschrott und überall sind Kisten, ja moin! Aber Sniper-Battle ist es, weil hier gibt's noch Snipers. Alter, hier sind so kleine, was? Digga, Junge, das ist so heftig. Das ist das Heftigste, was wir jemals gesehen haben, Leute. Yo, ich merke gerade. Ja? Alter, komm mal zu. Guckt euch mal die ISS an, Leute. Schaut euch mal diese Station hier an, diese Raumstation. Oh mein Gott, ich bin hier gerade drin, Alter. Das ist so krank kreativ. Das sind Blumenbeete mit den... Ey, das ist zu heftig, Mann. Das nimmt mich gerade komplett auseinander. Oh mein Gott, Alter. Einfach weggeschnallt. Da unten, du siehst doch dieses rote, da ist noch so ein Mini-Raumschiff da unten. Ja, ja, genau. Gehen wir da runter. Das sind LKWs, ne? Du siehst gar nicht, wie groß das ist, aber wenn du dich draufstellst, Digga, du hast gar kein Größenverhältnis mehr. Stell dich mal da drauf. Das sind LKWs? Das sind Fortnite-LKWs. Was? Und so zusammengestackt, oder wie? Ja. Ultra aber von oben krank. Sieht das übel klein aus und so. Aber guck mal, wenn du hier oben stehst, wenn man es da mal... Ultra krank. Das sieht man gar nicht von oben, ne?
ultra heftig, Leute. Das ist so heftig kreativ. Mega. Oh mein Gott, Alter. Leute, guckt euch das mal an. Battle in der Schwerelosigkeit, Leute. Let's go. Ohne Witz. Das ist die heftigste Map bis dato. Die ist ja mal ultra krank. Ey, wer auch immer mir das in die Kommentare geschrieben hat, einfach nur crazy. Also ich glaube nicht, dass es einer von euch gebaut hat, Leute. Falls doch, dann mad Respekt dafür. Das sind diese Throne. Das sind diese Throne von diesem Eiskönig, die er hier drunter gepackt hat. Und das sind dann die Antriebssonden. Und diese runden Elemente sind einfach Blumenbeete, Mann. Das ist wirklich das Krasseste, was ich bis dato gesehen habe bei Fortnite, Leute. Weil das so kreativ umzusetzen, das finde ich so heftig, Mann. Digga, vor allem mit so viel Aufwand. Da guck mal, dass ich jedes einzelne und das Teil ist alles so symmetrisch auch noch. Schau dir das mal an, Digga. Stimmt. Das ist einfach nur zu krank. Okay, Leute, das ist mit Abstand die heftigste Map. Was auch immer jetzt danach kommt. Ah, danach kommt jetzt die Map von Weiß Studios, Leute. Die Schule, die er gebaut hat. Weißi, es tut mir leid, deine Map wird nicht so heftig sein wie die hier. Das ist einfach nur wirklich krank. Also das ist einfach nur das Heftigste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, Leute. Checkt das mal bitte aus hier. Ich würde sagen, wir splashen direkt rüber in die nächste Map. Oh my God, it's a school, isn't it? Oh, Brudi. Kreativer Innenhof hier mit... Oh, das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut hier. Okay, wir haben also hier eine Schule, so einen Supermarkt. Ja, Digga, not bad, not bad, not bad. Also, find ich persönlich schon ganz nice. Bisschen wenig eingerichtet, lieber Weißt du, da warst du wohl faul, hä? Aber so an sich, ich meine, die Schüler haben keine Stühle. Da vorne ist halt ein Stuhlkreis. Ah, die haben die Stühle hierher geschoben. Ah, komm, aber warte, wir zählen jetzt mal kurz nach. Warte, wie viele Sitzbänke sind es? Also ein Stuhl pro Sitzbank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie viele Stühle sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Oh, weiß sie, Digga. Weiß sie. Not bad. Der Lehrer auch seinen Stuhl darüber gestellt. Extrem nice, okay. Hier gibt es so ein Kellergeschoss. Das ist dann einfach irgendwie, glaube ich, ein Parkhaus. Okay. Ah, für die Lehrer einfach parken. Nice, ja. Oder für die Schüler, die jetzt schon oft genug sitzen geblieben sind. Nein, die Lehrer ja auch parken sein. Da. Ich würde fast. Ah, sieht das wie eine Sporthalle, ne? Ja, Sport, Basketball, irgendwie sowas hier. Hä? Nee. Das ist das hier ist kreativ, Digga. Das ist cool. Oh nein, ich habe mir mein Bein gebrochen. Oh. He needs some milk. Jetzt tut der Lehrer dich hassen, Ton. Ja, nice one, Digga. Extrem gut, extrem stark. Leute, wir haben auf jeden Fall einiges an geilen Maps dabei gehabt. Alle Map-Codes findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung oder auch immer hier eingeladen, Leute. Wenn ihr mehr von dem Format sehen wollt, smackt auf jeden Fall den Button da oben. Schaut auf jeden Fall mal lieben Herrn Oscation vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.